SWR1 Leute, heute Vormittag mit dem Kabarettisten und Parodisten Helmut Schleich. Schönen guten Morgen. Hallo, servus. Und jetzt haben wir uns so verquatscht, jetzt muss ich die Kopfhörer erstmal neu justieren und sortieren. Und du hast seit 10 Jahren eine eigene Fernsehsendung beim Bayerischen Rundfunk, bist auf vielen Bühnen der Republik unterwegs gewesen, muss man ja in Corona-Zeiten sagen. Und wir duzen uns, wir kennen uns nämlich schon seit vielen Jahren durch das SWR2 Studiobrettel. Deswegen vorneweg erstmal die Frage, in diesen Zeiten, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Also ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Das sind ja mittlerweile auch schon die wenigen Live-Auftritte, die einen noch erfreuen dürfen. Und insofern finde ich es super, dass wir das heute machen können. Du bist ja noch einer von den Bessergestellten, muss man glaube ich sagen, als Künstler in dieser Situation. Privilegiert. Du hast privilegiert. Eine monatliche Sendung im BR-Fernsehen, Schleichfernsehen. Ja. Und da hast du jetzt bundesweit in der letzten Ausgabe am 1. April für Schlagzeilen gesorgt. Inwiefern? Naja, das war eigentlich nicht die Sendung, die für Schlagzeilen gesorgt hat oder die Inhalte der Sendung, sondern es war ein Vorwurf des Blackfacings. Ich habe also eine Figur, die ich schon seit vielen Jahren spiele und bediene, die ist Maxwell Strauß, so heißt die Figur, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen für die Hörerinnen und Hörer. Franz Josef Strauß, unser ehemaliger bayerischer Übervater, war ja auch in Afrika geschäftlich sehr engagiert und hat dort also mit Togo über viele Jahre viele mehr oder weniger krumme Grade, wie auch immer, Geschäfte gemacht, bis hin also zu einer Fleischfabrik, die in Togo gebaut wurde, wo dann sogar zeitweise Weißwürste hergestellt wurden und so weiter. Daraus resultierend habe ich eine Figur erfunden. Er hat dort nicht nur Fleischfabrik, sondern auch einen unehelichen Sohn hinterlassen, der heute der Diktator dieses von mir erfundenen afrikanischen Staats Mbongalo ist und der dort sozusagen das Straußsche Bayern in die Gegenwart hinübergerettet hat. Und der wollte auch ein bisschen aushelfen, gerade geht es ja auch um die Kanzlerkandidatenfrage in der Union. Und da hast du dann diese Figur zu Wort kommen lassen. Wir hören mal ganz kurz rein, dann haben wir eine genaue Vorstellung. My father always told me, corruption is bad, but only when you get caught. Was? Man darf sich nicht erwischen lassen. That's what my father told me. Ah, let me tell you, my friends, the only thing that can save the Union now is a new Kanzlerkandidat. A real black Kanzlerkandidat. Und was passierte nach der Sendung? Weil dann kam der Vorwurf des Blackfacings, das nennt sich, wenn weiße Schauspieler schwarz angemalt auftreten. Ja, ich bin jetzt nicht schwarz angemalt aufgetreten, sondern professionell dunkelhäutig geschminkt worden. Sagen wir mal das auch dazu, weil ja immer gleich diese Schuhcreme-Assoziation entsteht. Dann kam erstmal nichts und am nächsten Morgen war auf Twitter plötzlich ein Screenshot, also ein Bildschirmfoto da, das diese schwarz geschminkte Figur zeigt. Völlig losgelöst aus dem Kontext und das sei Blackfacing und das sei Rassismus und das ginge überhaupt nicht. Und das ging also sofort viral, wie man heute sagt, so, dann war halt auch Karfreitag, wo ansonsten nachrichtlich nicht viel los ist, und ging dann da sofort der berühmte Shitstorm los, der sich dann darauf bezogen hat, also der BR würde da rassistisches Programm machen und so weiter, ohne dass man darüber diskutiert hat, dass ja die Idee dabei ist, dass man eigentlich aufzeigt, wie neokoloniale Strukturen nach Afrika exportiert wurden und jetzt zurückschwappen. Und wurde denn im Vorfeld bei euch innerhalb der Redaktion darüber diskutiert, was dieser Beitrag auslösen könnte? Selbstverständlich waren wir uns dessen bewusst, dass der Blackfacing-Vorwurf im Raum stehen könnte, haben uns aber bewusst dafür entschieden, es trotzdem zu machen, um eben aufzuzeigen, hier ist sozusagen ein schwarzer Autokrat, der aber eigentlich von uns Weißen dorthin gesetzt wurde oder der aus dem Norden dahin exportiert wurde. Also es war für mich ein Kunstgriff, ein satirisches Stilmittel, das ich in dem Fall ganz bewusst eingesetzt habe, auch weil halt die CSUler in Bayern als die Schwarzen bezeichnet werden. Und solche rassistischen Vorwürfe, die gibt es ja inzwischen häufiger. Empörung über Sendungsformate, zum Beispiel als im WDR über Rassismus diskutiert wurde, mit 4 weißen Prominenten. Die Gästeauswahl ging am Thema vorbei, hieß es da anschließend kritisch. Wie groß ist denn, kannst du das beurteilen, wie groß ist denn der Anteil gewesen derer, die sich empört haben? Der Anteil derer an den Gesamtzuschauern?
Also hast du da irgendeine Rückmeldung, was da... Naja, das die einen war sagen halt, vielleicht, ja, halt. Das ist Satire, das gehört so. Die anderen sagen, nein, das geht für mich gar nicht, da ist eine Grenze überschritten. Also ich schätze mal, das waren insgesamt halt auf Instagram und Twitter vielleicht 5000 Leute, die sich da empört haben, bundesweit. Ich sage immer 90% in Berlin wohnhaft und 10% in Leipzig, keine Ahnung. Ja. Und von den 600.000 Zuschauern, die Sendung angeschaut haben, wir haben ungefähr in Bayern 600.000, bundesweit 1 Million, kam in der Redaktion überhaupt keine negative Rückmeldung an. Das heißt, es ist offensichtlich ein klares Generationenthema. Also die älteren Zuschauer, die heute einfach drittes Programm auch schauen, das muss man so ehrlich sagen, ist auch überhaupt nichts Schlimmes, die sehen nicht mal im Ansatz, wo das Problem bei diesem Witz, und das war es ausdrücklich, ein Witz sein könnte, während Junge sofort... Ich sag's jetzt mal so, tretminenartig hochgehen, weil sie ein Bild sehen, ohne dass sie das einordnen können. Also keiner von denen, die sich da aufgeregt haben, kannte vorher Schleichfernsehen, keiner kannte mich. Ich war auch nur die Dumpfbacke aus der bayerischen Provinz. Also über Beschimpfungen im Internet braucht man bei mir jetzt auch nichts mehr sagen, dass die nur von rechts kämen. Die kommen aus der Ecke dann ganz genauso heftig, genauso derb, mit Drohungen und allem drum und dran. Also ich glaube, dass es tatsächlich hier, dass das ein Thema ist der Generationen. Die Kanzlerkandidatenfrage drängt. Als Kabarettist beobachtest du das natürlich ganz genau, was da passiert, insbesondere in Bayern. Was machst du denn jetzt kabarettistisch daraus? Also den ganz schwarzen Kandidaten, den hattest du ja schon in der vergangenen Sendung. Ja gut, nein, das ist jetzt tatsächlich ganz interessant, weil natürlich auch der Bayer voll involviert ist, was ja nicht bei jeder Nominierungsrunde in der Vergangenheit so war. Und dass es der Söder nicht friedlich und hinter den Kulissen ausmachen kann mit dem Laschet, das war erwartbar. Jetzt muss man das halt mal anschauen. Es kann sich ja stündlich entscheiden. Ich finde es ehrlich gesagt mittlerweile fast für den normalen Menschen ein bisschen lästig, wie sehr die Union mittlerweile seit 2 Jahren ihre Personalien uns als Öffentlichkeit aufdrückt. Also von Kramp-Karrenbauer bis jetzt Laschet oder Söder. Wobei man sicherlich nachfragen muss, war das tatsächlich so erwartbar? War Markus Söder nicht immer der CSU-Politiker, der darauf bestanden hat, dass sein Platz in Bayern ist und ausschließlich in Bayern? Ja, aber da gilt ja das alte Bismarck-Zitat, also ich weiß nicht, ob es von ihm ist, es wird ihm zumindest zugeschrieben, erst durch das Dementi darf die Behauptung als gesichert gelten. Also ich denke schon, dass der Söder sehr früh gemerkt hat, bayerischer Ministerpräsident, das kann nicht das Ziel seiner Karriere sein. Er fühlt sich nicht ausbefördert in der bayerischen Staatskanzlei und will da mehr und hat natürlich dann mit dem Beginn der Corona-Krise gemerkt, da geht auch mehr. Ja, weil natürlich die Sehnsucht der Leute nach dem starken Bestimmer, ich will das Wort Führer überhaupt nicht verwenden, weil es völlig falsch konnotieren würde, die Sehnsucht ist da und das hat er für sich auszunutzen verstanden oder gedacht zu verstehen und dann hat er den Weg beschritten. Wobei mit Blick auf die Corona-Politik das ja gar nicht so erfolgreich ist, wenn man da im Detail mal drauf schaut, speziell wurscht. Auf Bayern. Wer schaut denn heute noch ins Detail? Also gerade in Corona-Fragen, wer schaut denn da noch genau hin? Da gibt es einfach darum, Regeln aufzustellen und dann muss jeder über dieses Stäbchen springen. Und da ist der Söder schon gut drin. Substanziell hat der Söder in Bayern eh nicht so rasend viel bewegt. Deswegen, so gut, dass es Kabarett gibt, da schaut man dann nämlich nochmal ganz genau hin. Und in der vergangenen Sendung hat Eva Karl Faltermeier den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten getroffen, Hubert Aiwanger, und ihn auf Markus Söder angesprochen. Wir hören mal kurz, was er sagt. Politischen Ehe zwischen Markus Söder und dir? Naja, von Ehe darf ich jetzt da nicht reden, eher wegen einer Hassliebe vielleicht. Also ja, oder ein geschlampertes Verhältnis, sogar ein geschlampertes Verhältnis. Ja gut, aber über die Öffnungen jetzt direkt, redest du da noch drüber? Mei, das ist halt auch wie in einer Ehe, wenn man sich bei einem Punkt nicht einig ist, dann redet man über gewisse Dinge einfach nicht. Ja. Und jetzt über Öffnungen, da haben wir uns halt nicht ganz einig, jetzt reden wir halt über andere Sachen. Was zum Beispiel, was redet man? Mei, über das Wetter und so, weißt du schon, dass jetzt endlich wieder Zunauf geht und dass der Winter bald um ist und Öffnungen sagt er immer, das hat ja nicht zu entscheiden, das sagt die Mutti dann, wie das weitergeht. Also ich dachte, der Aiwanger versucht sich da als Kabarettist, aber er meint das ernst. Ne? Die Koalition wäre den Söder, glaube ich, ganz gerne los in Bayern. Der Aiwanger meint das nicht unbedingt, also meint das ernst und als Kabarettist, aber ich glaube schon, dass der Aiwanger natürlich denkt, wenn der Söder nach Berlin geht, dann wird er Ministerpräsident. Das ist aber natürlich nicht so. Aber es war schon erstaunlich, muss ich wirklich auch sagen, dass er da in einer Satiresendung so vom Leder zieht. Also der ist ja immerhin stellvertretender Ministerpräsident in Bayern und wenn
wenn ich das vielleicht auch noch am Rande sagen darf, ich fand es großartig, dass so ein wunderschöner niederbayerischer Dialekt gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob den hier im SWR3-Land alle überhaupt verstehen. Aber sag SWR1-Land, dann passt es. Entschuldigung bitte, SWR. Ich schaue auch noch hin und sage, es tut mir leid. SWR1, eine Familie. Im Grunde sind wir eine Familie. Helmut Schleich, NSWR1, Leute, du bist ein kritischer Beobachter der Corona-Politik und du hast beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Klage eingereicht. Gegen was? Naja, das war im Januar, als in Bayern plötzlich nicht mehr die Maskenpflicht des Bundes genügt hat, sondern eine FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr eingeführt wurde. Und da haben wir, also sprich ein Anwalt und ich, gesagt, das kann nicht sein, dass ein Instrument, das eigentlich dem Arbeitsschutz dient und da auch mit klaren Auflagen verbunden ist, plötzlich hoppla hopp als Alltagsmaske für alle funktionieren soll. Das hatte damals zum einen finanzielle Aspekte, die waren sehr teuer, die Dinge, zum anderen aber vor allen Dingen auch hygienische Aspekte, wo man sagt, Vollbart, nicht richtiges Aufsetzen, all das führt bei der FFP2-Maske dazu, dass nicht mehr, sondern weniger Schutz entsteht, weil der Atemwiderstand höher ist, um es kurz zu machen. Wobei das Robert-Koch-Institut sich ja selbst dann auch mal in der Haltung dazu geändert hatte. Sie hatten zunächst den Mundschutz für Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen empfohlen und später dann auch für Menschen ohne Symptome. Das könne das Risiko einer Übertragung von Viren auf andere mindern. Ja, und zwar am Samstagnachmittag haben sie das geändert, nachdem wir am Donnerstag die Klage eingereicht hatten. Wurde auf der Homepage des RKI am Samstagnachmittag das plötzlich geändert. Auch ganz interessant. Ansonsten gibt es keine Expertisen, die diese These stützen, dass das ein besserer Schutz im Alltag wäre. Also das heißt, wissenschaftlich belegt ist es nicht. Aber Im Gegenteil. Und deswegen haben wir geklagt und mit einem Eilantrag natürlich verbunden. Und das wurde dann aber nach einem Eilantrag 6 Wochen natürlich abschlägig beschieden. Und das Gericht, der 20. Senat, der da für Hygienemaßnahmen und für Corona-Maßnahmen zuständig ist, ist da in seiner Begründung dem, ja, sagen wir mal, wie soll ich sagen, nicht wirklich nachvollziehbaren Begründung der Landesanwaltschaft komplett gefolgt und hat unseren sehr konsistenten Antrag eigentlich nicht im Detail behandelt. Was nicht nachvollziehbar? Naja, es war zum Beispiel, waren Begründungen drin, die einfach hießen, das stimmt nicht, die FFP2-Maske bietet im Alltag einen besseren Schutz, belegt, dann war ein Link zum Robert-Koch-Institut, ist man auf den Link gegangen, stand in dem Link aber das Gegenteil. Also das meine ich mit nicht nachvollziehbaren Begründungen, ja? Na, vielleicht nicht das Gegenteil, sondern das, was wir gerade zitiert hatten, dass die Übertragung von Viren auf andere durchaus gemindert werden können. Ja, aber nicht mehr wie bei der Maske, die man ja sonst überall trägt, nämlich dieser OP-Maske. Nochmal, wenn ich eine FFP2-Maske aufhabe und habe einen Vollbart, dann gehen die schlimmen Aerosole an der Seite einfach raus, weil der Atemwiderstand der Maske so hoch ist, dass die Luft dann nicht dadurch geht, sondern sich den anderen Weg sucht. Der Verweis der Gerichte dann ja auch immer wieder, es geht nur aus Kombinationen aus den Schutzmaßnahmen, also Abstand, Hygiene und dann ein Atemschutz. Ja, ja, wo ja dann manche sagen, ist der Atemschutz überhaupt flächendeckend so sinnvoll? Da, wo viele Menschen zusammenkommen auf engem Raum mit Sicherheit, aber ist es sinnvoll, zum Beispiel in Fußgängerzonen von Innenstädten Maskenpflicht zu machen? Reicht da nicht der Abstand aus, die anderen Hygienemaßnahmen und so weiter? Wo es jetzt Erkenntnisse gibt, dass die Übertragungen vor allen Dingen in Innenräumen auch stattfinden. Aber wenn du da jetzt drauf schaust, die Erfahrung mit den Gerichten, was machst du als Kabarettist daraus? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht, weil andererseits ja die Gerichte momentan, also ich will damit sagen, ich will daraus keine Justizschelte machen, das wäre auch Quatsch, weil die Gerichte ja momentan eigentlich die einzige Instanz sind, die der Exekutive da noch sehr auf die Finger schaut bei all ihren Corona-Verordnungen und so. Immerhin hat die Justiz 150 Verordnungen seit Corona kassiert. Zum Kulturbetrieb gehören natürlich nicht nur die Menschen auf der Bühne, sondern auch die Menschen hinter der Bühne. Was kriegst du damit? Wie gehen die Kolleginnen und Kollegen nach einem Jahr Pandemie inzwischen damit um? Also die Kolleginnen und Kollegen hinter der Bühne sind die Techniker, sind die Bühnenarbeiter. Gut, haben wir jetzt im Kabarett nicht so viele, aber wie auch immer, da sind viele einfach weg. Die haben den Beruf verlassen, weil es gar nicht mehr anders ging. Ich kenne Techniker, die sind jetzt einfach Elektriker, haben in Elektrobetrieben angeheuert. Andere haben, das muss man leider sagen, keinen Ausweg mehr gesehen. Ja, gibt also durchaus eine
bedenklich hohe Suizidrate in dem Feld. Das ist wirklich wahr und ganz, ganz schrecklich, redet auch niemand drüber. Wird als Kollateralschaden, wenn dann, abgebucht. Und ja, wie das wieder in Tritt kommt, das wird natürlich immer schwieriger und fraglicher, je länger diese Lockdowns dauern. Du sprichst es gerade an, Probleme lassen sich ja nur lösen, wenn wir darüber reden, wenn sie einen Anteil in der Öffentlichkeit haben. Wo siehst du dann noch Gefahren? Über welche Themen wird weiterhin nicht gesprochen? Naja, da gibt es natürlich eine ganze Menge Themen. Also alles, was sozusagen den Verdacht erweckt, es könnte in dem Bereich des Shitstorms Probleme auslösen. Also das sowieso. Ja. Also es wird nicht offen über die Thematik des Genderns geredet. Es wird nicht offen über die Thematik linksidentitärer Ideen geredet. Es wird im Kulturbetrieb zum Beispiel, um jetzt mal wieder auf was Konkretes zurückzukommen, nicht darüber geredet, wie können wir mit Coronavirus leben. Also wie können wir Theater mit Coronavirus betreiben? Was meinst du, wenn du sagst, es wird nicht offen darüber geredet? Die Bereiche, die du gerade angesprochen hast, beispielsweise Gendern und Co., die werden sehr wohl sehr viel diskutiert. Was meinst du mit nicht offen? In der Öffentlichkeit nicht. Es traut sich, wer sich hinstellt und sagt, ich finde das aus den und den Gründen übertrieben, nicht gut. Haben wir in den vergangenen Wochen noch Sendungen zu gemacht mit Judith Bassard beispielsweise? Ja, da kann ich mir vorstellen, was ungefähr los war. Ja? Die traut sich ja. Aber natürlich, ein bisschen wie, wenn man das Kriegsmetapher verwenden will, wer einen Kopf aus dem Schützengraben steckt, der muss das selber verantworten. Ja? Und meistens geht es nicht gut aus. Und ja, da frage ich mich auch, warum das eigentlich so ist, weil man kann ja der einen wie der anderen Meinung sein. Man kann das ja ganz wichtig finden und man kann gendern jetzt zum Beispiel und ganz richtig, und das ist auch grundsätzlich richtig, eine Sprache zu sprechen, die alle inkludiert. Aber natürlich gibt es krasseste Auswüchse, wie die Gästin zum Beispiel. Ja? Oder wenn dann das Wort Mann, aber jetzt nicht im Sinne des Geschlechts, sondern wie man so sagt, von manchen Leuten dann in Maus umgewandelt wird, dann ist das natürlich ein Exzess, der auch irgendwo ironisch gemeint ist. Das ist aber doch dann wieder ein Fall für die Satire, oder nicht? Da kannst du doch was rausmachen. Ja, das ist ein Fall für die Satire. Das Problem ist nur, dass in diesem Bereich der Aktivistinnen und Aktivisten kein Humor existiert, sondern man begreift sich da als in einem Kampf, und dieser Kampf muss geführt werden, und solange gekämpft wird, gibt es nichts zu lachen. Hast du ergründet, woher dieser Kampf kommt? Naja, also ich würde mal behaupten, angefangen wurde dieser Kampf an amerikanischen Universitäten und ist dann auch zu uns rübergeschwappt und ist jetzt auch ein Kampf, der zum Teil auch ein Verteilungskampf ist. Also du kannst natürlich über Diversity auch sagen, wer Diversity nicht akzeptiert, der ist raus, also auch im beruflichen Umfeld zum Beispiel. Also auch der Aspekt spielt eine Rolle natürlich. Und ja, so ist es sicher ein Konglomerat aus Gründen. Die 7-Tage-Inzidenz in Hof in Bayern lag vorgestern bei 560,8. Damit ist die Stadt in Bayern bundesweit die Stadt mit dem höchsten Infektionsgeschehen. Was Markus Söder dazu sagen würde, also die Kollegen beim ZDF in der Heute-Show, die hatten das in der vergangenen Ausgabe mal so zusammengestellt. Wir hören mal rein. Es ist ein Stück weit auch die Bestätigung der bayerischen Linie. Wir haben übrigens als Erste die FFP2-Maskenpflicht eingeführt, überall. Bei uns, glaube ich, so als einziges Bundesland haben wir vor Weihnachten bereits so eine Taskforce gemacht. Wir hatten übrigens als erstes Bundesland auch Maskenpflicht, sogar in der Grundschule eingeführt. Wir haben bislang jedenfalls zum Glück keinen Impfstopp in Bayern machen müssen, wie einige andere Bundesländer das getan haben. Man soll ja mal nicht überhöhen und sagen, wir sind die Besten, aber ja, vielleicht doch. Ja, in SWR1 Leute, Helmut Schleich, Kabarettist, zu Gast. Und du beobachtest natürlich auch die Corona-Politik in Bayern. So wie Markus Söder sagt, alles gut? So ist er, der Söder. Also das war ein sehr eindrucksvoller Zusammenschnitt dessen, wie er sich nach außen gibt. Und Hof hat ja in Bayern den Titel, oder gibt sich selber den Titel, den Slogan, in Bayern ganz oben. Und der Söder würde sagen, naja, und jetzt sind sie es sogar bundesweit. Also er dreht sich's halt immer so hin, dass er schon alles richtig macht und alles richtig gemacht hat. Und die Realität sieht aber selbstverständlich anders aus. Und du beobachtest ihn ja schon sehr lange. Welchen Eindruck hast du von seinen Machtinstinkten? Ja, der Söder ist der,
soll ich sagen, der beste Opportunist im Lande. Also er weiß ganz genau, was er tun muss, um seine Karriere zu befördern. Wenn man sich mal vorstellt, das waren fast 10 Jahre, also fast die ganze Ära Seehofer, als der Söder nichts anderes getan hat, als an dessen Stuhl zu sägen. Jede Aktion war darauf gerichtet, da will ich hin. Und immer wenn man gefragt hat, willst du das, hat er gesagt, er ist zufrieden mit dem, was er hat. Und jetzt macht er das weiter und wir beschäftigen uns permanent mit diesem Tun und lassen uns da auch reinziehen in diese Thematiken, blenden dabei viel wichtigere Thematiken dauernd aus, auch medial. Und das spielt ja dem dann alles gut rein, natürlich einem wie dem Söder. Es heißt über ihn, er etabliert ein System der Angst. Kannst du das bestätigen? Was kriegst du dazu hören? Also ich habe jetzt keine Angst vor ihm, aber in seinem Umfeld ist es, hört man das immer wieder, ein herrisches Auftreten, ein sehr aggressives Auftreten in den Ministerien, die er geleitet hat. Das war in Bayerns Umweltministerium und das Finanzministerium. Da haben alle gekuscht und in der Staatskanzlei ist es jetzt wohl genauso. Und ich glaube, das ist auch das Letzte, weswegen er in Berlin dann doch immer noch nicht so hundertprozentig sicher war, ob er es wirklich machen soll, weil ob er das System nach Berlin mitnehmen kann. Ob ihm die da auch so hörig sind, das glaube ich bezweifelt er. In sämtlichen Politmagazinen rauf und runter wird diskutiert, wie sehr schadet Markus Söder Armin Laschet. Ja, das ist schwer zu sagen. Also der Söder hat einfach diesen Machtinstinkt. Der sieht, wo die Schwächen sind und da setzt er sich gnadenlos rein. Da bildet er auch sein großes Vorbild Franz Josef Strauß 1:1 ab. Der hat das ja damals mit Kohl 1980 genauso gemacht und vor allen Dingen mit dem damals designierten Kandidaten Ernst Albrecht, also dem Vater von Ursula von der Leyen, wo er auch gnadenlos die Schwächen aufgedeckt hat und sich da voll reingesetzt. Und das macht er jetzt, weil er diesen Machtinstinkt hat. Ansonsten ist Laschet halt auch von den Medien sehr stark demontiert worden. Ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich ja nicht in NRW lebe, ob der wirklich so schlecht ist. Er hat halt immer für einen liberalen Kurs geworben. Er hat immer gesagt, lasst uns nicht überall draufhauen, lasst uns überlegen, ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt. Das würde ihn mir persönlich als Kanzlerkandidaten wesentlich sympathischer machen als den Söder vom Ansatz her. Wen ich wähle, das ist eine andere Frage, aber so denke ich jetzt mal. Ja. Deine Paraderolle nach wie vor Franz Josef Strauß. Hast du den Söder auch drauf, das Fränkische? Freilich, ist gar Thema und ist gar kein Problem. Ne? Vor allen Dingen das Nürnbergerische. Ne? Und immer das bisschen so, die Nürnberger haben ja immer so ein wenig das, weiß nicht, immer unzufrieden, ne? Immer negativ. Ne? So ein bisschen das Brollige auch, das hat ja der Söder auch drin im Grunde. Helmut Schleich zu Gast in SWR1 Leute. Als Harald Schmidt vor einer Weile hier war, da sagte er, er könne heute vieles gar nicht mehr aussprechen, was er früher noch sagen konnte. Wie steht es um die Satire im Jahr 2021? Ist es schwieriger geworden? Naja, das habe ich gerade am eigenen Leib erlebt mit dieser Maxwell-Strauß-Geschichte. Die Wege, die Pfade sind sehr viel enger geworden. Und sagen wir mal, diese Waagschale, die es ja immer gegeben hat, Freiheit der Kunst versus Rechte von Minderheiten, die ist momentan nicht im Lot. Also ich habe das Ganze, was ich jetzt erlebe oder erlebt habe an Shitstorm und Vorwürfen vor 25 Jahren exakt so aus der katholischen Ecke erlebt, als ich Dinge über die Kirche gemacht habe, wo einfach apodiktisch aufgetreten wurde und gesagt wurde, das darf man nicht tun. Und wenn man dann fragt, warum, dann kommt keine Antwort mehr, sondern heißt es, weil man das nicht darf. Heute heißt es halt, weil du dann Rassist bist. Dann sage ich, ja, wieso bin ich Rassist, wenn ich diesen Witz mache? Ich parodiere doch einen Diktator ist der jetzt, hat der mehr Solidarität verdient wie der Witz. Um Harald Schmidt nochmal zu zitieren, der sagte früher gerne, ja, jede Randgruppe hat ein Recht auf Diskriminierung. Das ist ja auf Diskriminierung oder jeder hat ein Recht darauf, verarscht zu werden, sagt man auch. Und so würde ich das auch immer noch sehen, aber offensichtlich ist die Sehnsucht nach strengen Regeln, vor allen Dingen bei den Jungen, massiv mehr geworden. Wobei ist der Motor vielleicht nicht sogar identisch mit dem Motor des Kabaretts, denn da brauchst du ja auch erstmal eine Empörung über einen aktuellen Zustand der Welt, den man kritisch betrachtet. Ist das nicht identisch mit der Empörungswelle, die es dann am Ende vielleicht in einem Shitstorm auslöst? Also natürlich ist die Empörung in beiden Fällen der Motor, aber der Kanal, in den die Empörung dann fließt, ist ein völlig anderer. Also bei uns geht es ja immer noch um die Pointe und ums Lachen und das Lachen als befreiende Wirkung und da geht es um den Kampf. Und ich bin heute der Meinung, wir sollten uns da etwas entspannen und locker machen und darüber, über diese Wichtigkeiten, die da zum Teil wirklich da sind, zum Teil behauptet werden, nicht die
wirklich großen Probleme aus dem Auge verlieren. Also wir haben eine latente Kriegsgefahr auf der Welt und zwar eine, die man nicht verachten darf. Stichwort Ukraine, Stichwort USA, China. Wenn man auf sowas dann nur noch am Rande schaut, wenn man sich in solchen Diskussionen verliert, dann wird es schon bedenklich, finde ich. Traust du dich denn noch, die Themen so anzugehen, wie du sie früher angegangen bist, oder schüchtert dich das womöglich ein, wenn du so einen Shitstorm erlebst? Also, sagen wir mal so, ich werde die nächste Sendung sicher nicht mit Maxwell Strauß beginnen. Weil das brauche ich tatsächlich in der Form jetzt nicht noch einmal. Und andererseits muss ich natürlich schon, und da arbeite ich auch gerade dran, aufpassen, dass ich keine Schere in den Kopf kriege, weil das passiert ganz automatisch. Und ich habe immer noch den Ansatz, der Kabarettist ist der professionelle Scheißefinder, so hat man das früher definiert. Es ist unsere Aufgabe, da quer zu schießen und Dinge zu sagen, die man sonst nirgends sagen kann. Dafür verdammt nochmal ist Kabarett und Satire geschaffen. Und deswegen gehe ich weiterhin kontrovers natürlich an die Themen ran. Wir wollten über den bayerischen Märchenkönig Ludwig II. Sprechen. Viele kennen ja die Schlösser Neuschwanstein, Schloss Linderhof, da gibt es noch viele andere. Und die Geschichte über diesen mysteriösen Tod. Wie viel für dich als Kabarettist die Entscheidung zu sagen, Mensch, aus dem mache ich was, da mache ich eine Figur raus? Also es gibt noch ein anderes, wenn ich das noch gleich als Bayer sagen darf, Herrn Chiemsee, das na, bayerische Versailles. Das Schachenschloss fällt mir noch ein. Das Schachenschloss fällt mir noch ein. Das ist bloß so eine Berghütte. Aber ist ja egal. Ja, ist wunderschön, das ist richtig. Warum, aber zurückzukommen auf die Frage, der bayerische König Ludwig ist ja sozusagen, wird ja auch als Märchenkönig manchmal bezeichnet und so, ist ja so eine Figur, die unheimlich bizarr und verrückt wirkt auf der einen Seite. Ja, eben diese Schlösser, diese Traumwelten, die er sich geschaffen hat. Die Schlösser übrigens mit dem Tischlein deck dich. Also gemeint ist nicht das Märchen, sondern jedes dieser Schlösser hat einen riesigen Esstisch und nachdem der König ja alleine sein wollte, wollte keine Menschen um sich haben, hat nachts um 3 speisen wollen und hat sich da vorgestellt, er sitzt mit Marie Antoinette und Ludwig dem 14. am Tisch und dann wurde dieses Tischlein, konnte man nach unten kurbeln in die Küche, da wurde es dann gedeckt und dann wurde es gedeckt, wieder nach oben gefahren und konnte er da essen und hat mit Menschen nichts zu tun haben. Also wirklich, gibst du wolltest diesen Glamour und wolltest auch mal König sein? Ach ja, das ist vielleicht ein Nebenaspekt, wenngleich der Hermelin schon schön ist, wenn ich den dann so anhabe. Nein, aber das Interessante ist, der Mensch hat das ja nicht irgendwann im 12. Jahrhundert getan, sondern vor gerade mal 150 Jahren und ist da einer Realität entflohen, die er so nicht mehr ertragen konnte. Es war ein König, der sehr jung ins Amt gekommen ist mit 18 Jahren, sehr engagiert regiert hat, Bayern technologisch sehr weit nach vorne gebracht hat und es dann nicht ertragen hat, dass Bayern unter Preußens Führung in einen Krieg mit seinem geliebten Frankreich eingetreten ist. Es war also ein Pazifist reinsten Wassers. Hat er nicht ausgehalten, hat dann gesagt, wenn diese Politik so läuft, dann ziehe ich mich in meine Traumwelten zurück. Mehr und mehr. War er seiner Zeit eigentlich voraus? Was glaubst du? Inwiefern voraus meinst du, weil er pazifistisch gedacht hat und so? Zum einen das, aber natürlich auch das, was er jetzt alles hinterlassen hat. Von anderen Königen hat man nicht so viel. Jetzt ist, das sind Anziehungsmagneten weltweit. Ja klar, also Herrn Chiemsee ist natürlich, glaube mittlerweile leider abgelöst von der BMW-Welt in München, schrecklich, aber Sehenswürdigkeit Nummer 2 in Deutschland und da hat er sozusagen das Geld, das er damals ausgegeben hat und das ihm ja auch immer zum Vorwurf gemacht wurde, er würde also Staatsgeld verprassen, was so nicht stimmt, das war Geld aus dem Fonds der Wittelsbacher oder aus der Schatulle der Wittelsbacher, das hat er gut angelegt, langfristig gedacht. Wobei bei dem Geld gab es ja am Ende dann auch Diskussionen, weil es dann hieß eben, er habe den Staat verschuldet und das Kabinett wollte ihm die Millionen, die er noch brauchte, dann nicht genehmigen. Und angeblich soll das auch eine Rolle beim mysteriösen Tod spielen. Inwiefern? Das ist ein bisschen kompliziert jetzt im Detail zu erklären. Es wurde vermutet, also der ganze Tod ist ja sagenumwoben bis heute. Ist er ertrunken? Wurde er von hinten erschossen von bayerischen Polizisten oder von preußischen Geheimdienstlern? Was hat Bismarck mit dem Tod zu tun? Da kommt es mit dem Geld ins Spiel, dass ja der Bismarck ihm Geld angeboten hat, weil er eben aus dem bayerischen, vom Land Bayern oder vom bayerischen Staat damals kein Geld gekriegt hat für das Fertigbauen seiner Schlösser und Ideen, die er noch gehabt hat, gar nicht mehr verwirklichen konnte. Aber das ist ungeklärt. Wie lässt sich diese Figur, die vor 150 Jahren, wie du sagst, gelebt hat, ins Heute übersetzen?
naja, als einer, der, sagen wir mal, zutiefst enttäuscht ist von seinem Land, zutiefst frustriert ist, wie sozusagen fast wie Moses, als er die goldenen, also die Gesetze von Gott bekommen hat, dem Volk Israel dabei zuschaut, wie es ums goldene Kalb tanzt. Ja, also das ist sehr, sehr hochgegriffen, ich weiß. Aber diese Grundhaltung wohnt diesem König Ludwig, den ich spiele, inne. Also es ist alles unfassbar, wie dieses Land Bayern sich so an den Fortschritt oder an die CSU oder an wen auch immer verraten kann. Und diese zutiefste Verachtung auf höchster aristokratischer Ebene aber dargebracht, die birgt natürlich enorm viel satirischen Honig. Und ja, den sauge ich. Kabarettist Helmut Schleich in SWRs Leute. Neulich las ich, in Spanien wurden die Menschen zu Beginn der Pandemie aufgefordert, ihren Biorhythmus doch wieder in Ordnung zu bringen, weil ja lange Anfahrten beispielsweise zur Arbeit wegfallen. Hast du in deinem Alltag etwas verändert, weil ja sämtliche Tourtermine erstmal abgesagt wurden? Ja, also Stichwort Biorhythmus ist gar nicht so schlecht. Ich bin eigentlich jemand, der einen Tagesbiorhythmus hat. Also ich stehe gerne in der Früh auf und habe dann diese Handwerkereinstellung, was Vormittag nicht passiert, passiert nicht. Ja. Du bist die Lerche. Genau. Und merke also, dass ich abends eigentlich gern mich dann entspanne und relativ früh auch zu Bett gehe, was natürlich meinem Beruf komplett entgegensteht. Ja. Und diesen Biorhythmus habe ich mir jetzt wieder ziemlich angewöhnt. Und, das heißt, du schulst um auf Handwerker? Ja, nein, ich schule nicht um auf Handwerker. Ich habe einen Sohn, der Handwerker ist, das ist doch schon was. Und ich muss mal sehen, wie das dann wieder ist, wenn das wieder anders läuft. Im Moment ist es rein vom Biorhythmus her und von meinem Leben her, meinem privaten Leben her, komisch, die Vorstellung, dass das wieder so wird, wie es war. Es gab eine kurze Phase, da ging es dann ja mal. Ende September beispielsweise bist du hier im Renitenztheater in Stuttgart gewesen. Und das feiert jetzt 60. Geburtstag. Wie wird das denn aussehen? Also erstmal ist doch großartig, dass Sie das überhaupt machen, das Renitenztheater. Kommenden Montag, 19. April, haben Sie also ein Programm wirklich mit Fernsehproduktion ganz aufwendig gemacht. 2 Stunden, das Sie um 19 Uhr dann auf YouTube starten. Das kannst du um 19 Uhr live auf YouTube anschauen, dieses Programm. Ich bin da auch Teil dieses Programms, kleiner Teil, aber auch Thomas Freitag, Matthias Richling und viele andere Freunde und Förderer des Renitenztheaters. Es gibt drauf. Ich habe ein bisschen gestern Abend, war ich ja schon in Stuttgart, bin abends angereist und habe ein bisschen reinschauen können beim Sebastian Weingarten in dieses Programm. Und es ist echt großartig, es zu feiern, zu begehen, weil es ist für Stuttgart, finde ich, schon was Besonderes. Hast du dich mit diesen Online-Formaten dann inzwischen angefreundet? Nein, das kann ich nicht behaupten. Ich finde, das hat seinen Reiz, das kann man auch für vieles nutzen, aber man kann nicht, oder ich finde es ganz schwierig, die Live-Kultur jetzt einfach online zu stellen. Das hat übrigens das Renitenz auch nicht getan. Das ist ein Fernsehprogramm, das da läuft. Die Live-Kultur einfach da jetzt online zu stellen, was viele Kolleginnen und Kollegen am Anfang gerade auch dieser Zeit gemacht haben, vielleicht auch aus Verzweiflung, dass sie nicht mehr beachtet werden, aber wir nehmen uns natürlich das Wesentliche unserer Kultur, nämlich das Live-Erlebnis. Das im Übrigen finde ich auch, wenn ich das noch sagen darf, gesellschaftlich extrem fehlt. Also das Zusammenkommen, gemeinsam über Dinge lachen, festzustellen, andere sehen es auch so wie ich, die Vereinzelung, die immer mehr wird jetzt in dieser Corona-Zeit, der wird ja da entgegengewirkt. Und ich glaube, die Live-Kultur fehlt auch da gesellschaftlich extrem. Wie schaust du denn drauf, ohne Öffnungsperspektiven aktuell? Magst du eine Prognose abgeben? Ja, also das wäre jetzt schon sehr gewagt, aber ich habe die Befürchtung, dass das Ganze im Mai mal noch auf gar keinen Fall was wird und im Juni dann nach Lage. Aber ich glaube, vor Mitte, Ende Juni passiert da nichts. Vor allen Dingen müsste sich die Politik wirklich dazu durchringen, sich von diesem Inzidenzwert als alleinigem Kriterium zu lösen. Wir im Theater können mit Inzidenzen nie aufsperren, weil die können heute so sein, morgen so. Das gibt uns keine Planungsgrundlage. Wird gerade diskutiert, ob man sich da mehr an der Belegung der Intensivbetten beispielsweise orientieren sollte. Auch etwa das, weil natürlich ein Impffortschritt ja auch zu milderen Krankheitsverläufen führen soll, heißt es. Also muss man ja irgendwann auch andere Parameter mit reinnehmen. Und wir brauchen eine klare Vorstellung, wie können wir spielen, unter welchen vielleicht auch erweiterten oder reduzierten Hygienevorschriften, aber verlässlich spielen. Helmut Schleich, herzlichen Dank für den Besuch in SWR Leute. Vielen Dank.